Das Designer-Outlet Salzburg ist eröffnet. Tausende Kunden stürmten am Donnerstagvormittag das Center. Und die meisten zeigten sich vom bis zum Eröffnungstag geheim gehaltenen Innenleben der Shopping-Oase sehr beeindruckt. Einzig mit der Orientierung hatten viele noch Probleme. Sehr gut, also es gefällt mir sehr gut. Ich bin nur so verwirrt, dass ich mich überhaupt nicht zurechtfinden kann. Sehr gut, also bis jetzt, wir sind jetzt von unten schon mal durch und jetzt drauf. Und dann haben wir alles gustiert und muss sagen, ist super gelungen, also das Ganze. Also eigentlich ganz recht sympathisch, nur ein bisschen groß, und man verlauft sich noch gleich ein wenig. Also es ist eigentlich voll schön und so. Und also die Geschäfte sind voll klasse und so. Mir gefällt es voll gut. Es ist eigentlich recht hier, aber die meisten guten Geschäfte haben zu. Wir haben lange warten müssen, aber sonst gefallen hat es uns eh da drinnen. Und viel Auswahl haben wir da. Ja, sonst es gibt nichts Negatives da drinnen. Ja, es ist ziemlich groß. Ja. Also so, dass man sich fast verlauft. Ihr findest du das jetzt recht? Nein, noch nicht ganz, aber es wird schon langsam. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber doch eher elegant, sage ich mal. Und ja, also ich finde es eigentlich ganz klasse. Was natürlich nur ein bisschen fehlt, es dürften noch einige Geschäfte dazukommen, dann wird es wahrscheinlich nur ein bisschen kompletter, das Ganze, was man da sieht. Das ist ganz toll, ja, mit der Backe oben und dann herunten. Ganz tolle Sache. Sie haben einen Überblick also. Ja, das geht locker.